Fliegenfieber in München. Ganz Comedy Deutschland ist gekommen, um ihn zu feiern. Den witzigsten Mörder der Filmgeschichte. Den Unaussprechlichen. Ihn, den keiner kennt. Den Wichser. Im zweiten Teil vom Wichser geht es um eine mysteriöse Todesliste. Und wer ist das? Das bin ich, Sir. Nein, im Ernst. Wer ist der hässliche Vogel? Das ist wirklich er. Und wer ist die kleine Nutte hier? Sir John. Das ist Miss Victoria Dickham. Was, die Victoria Dickham? 7 Leute will der Wichser an nur einem Tag töten. Eine harte Nuss für Scotland Yard. David Dickham, der beste Mann von Scotland Yard, die Legende. Ah ja, Dicky, der alte Verbrecher. Und wer sind die 3 Neger hier? Die sehen ja alle gleich aus. Von denen haben wir bislang nur die Namen. Das Rätsel um den Wichser geht also weiter. Mysteriöse Morde à la Edgar Wallace, gewürzt mit einer ordentlichen Portion schrillem und schrägem Humor. Und über allem die Frage, wer ist der Wichser? Wie haben Sie mich genannt? Der Wichser, ich kann es hier verraten, der Wichser ist ein sehr, sehr böser Mensch mit einer Maske auf, hat einen Hut und so ein Cape und ist der gefährlichste Verbrecher von London, wenn nicht von der Welt. Chief Inspector, wer ist der denn? Der Bruder von Pantau? Inspector Very Long, mein Partner. Und der scharfe Eddie, ein schmieriger Informant. Also los, was hast du für uns, Ich habe Informationen über den Wichser. Der Wichser ist in Wirklichkeit Ihr alter Kollege Inspektor Rutherford. Das wissen wir schon lange. Stand sogar in der Zeitung. Aber leider ist er uns entkommen. Okay. Rutherford war der Wichser im ersten Film. Doch schon bald stellt sich heraus, dass der längst von einem neuen Wichser heimtückisch ermordet wurde. Dasselbe Schicksal widerfährt übrigens dem schmierigen Informanten alias Martin Semmelrogge. Der Informant wird sehr undeutlich. Ja, Eddie, du bist super. Klar, du bist der Beste. Die Nummer 1 der Informanten, klasse. Oh Gott. Indianer! Runter! Neues vom Wichser spielt einige Zeit nach Wichser 1. Dort dachten wir, wir hätten den Wichser erledigt. Wir dachten, wir wüssten, wer es ist. Aber jetzt stellt sich heraus, es gibt einen neuen Wichser. Jemand anders hat diese Maske übernommen. Und der hat irgendeinen seltsamen Plan. Er hat eine Todesliste aufgestellt, auf der 7 Namen stehen, die er innerhalb von 24 Stunden töten will. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, wer diese Figuren sind. Außer, dass Very Long, mein eigener Partner, dazugehört. Und Victoria Dickham, die Frau, in die ich verliebt bin. Und ich muss nun versuchen, mit Very Long zusammen den Wichser zu fassen, diese Morde zu verhindern und herauszubekommen, was eigentlich sein Plan ist und vor allem, wer diesmal hinter der Maske des Wichsers steckt. Aber warum stehe ich mit diesen Leuten auf einer Todesliste? Ich kenne die doch gar nicht. Aber Kinder, das würde ich nicht zu ernst nehmen. Wie oft glauben Sie, dass ich schon auf irgendwelchen Todeslisten gestanden habe? Warum schicken wir ihn nicht einfach in die Ferien? Oh. Geht nicht, er hat keinen Resturlaub mehr. Na, das ist Pech. Oder wir bringen ihn an einen sicheren Ort und warten, bis die ganze Sache vorbei ist. Ja. Ja, wollen Sie ihn beleidigen? Ein Inspektor vom Yard würde lieber sterben, als sich den Fall abnehmen zu lassen. Na gut, dann bleiben Sie eben hier. Mein Büro gilt nicht umsonst als der sicherste Ort der Welt. Im ersten Film war noch sehr viel Ungewissheit, kann man das machen? Können die jüngeren Leute damit was anfangen? Geht das so mit Schwarz-Weiß und Wallace und so? Da war noch sehr viel so, komm, wir machen das lieber noch ein bisschen, wir machen das noch ein bisschen massenkompatibler und sowas. Und dieses Mal haben wir zum Glück, waren wir uns alle einig, nein, wir machen das ganz konsequent. Wir machen eine konsequente Geschichte, wir machen einen ganz ernsten Film. Also wir spielen ganz, ganz ernst und die Komik kommt aus der Situation heraus. Gedreht wurde Neues vom Wichser in der Nähe von Prag. Und Comedian Bastian Pastewka fand sich plötzlich in der Rolle eines echten Actionhelden wieder. Ich habe Fechttraining gehabt, bis ich wahnsinnig geworden bin. Ja. Also da war immer, ich wusste im Gegensatz zu meiner Filmfigur immer relativ genau, wo der Wichser ist, beziehungsweise sein tschechisches Stunt-Double
tschechisches Stunt. Also der Typ, der die Stunts macht. Sehr lustig ist aber, dass aber bei der Kampfszene, als dein Double mit ihm gekämpft hat, der ihm wirklich einen vorgebraten hat und der Wichser mal kurz ausgenockt wurde. Ja, absolut. Der Wichser wurde leider tatsächlich von Long getroffen und war einen Abend nicht mehr zu gebrauchen, kam am nächsten Tag erst um 12. Neues vom Wichser, also ein echter Actionfilm. Auch wenn die Verfolgungsjagden manchmal im Rentner-Tempo passieren. Selbst wenn der Wichser einen Seniorenfahrstuhl benutzt, dieser Mann braucht ihn bestimmt nicht, Joachim Fuchsberger. Beim Dreh war der zwar schon 79, aber immer noch topfit. Fuchsberger ist der heimliche Star des neuen Wichser-Films. Er war schon in den 60ern die Hauptfigur in den Original-Edgar-Wallace-Filmen. Und beim zweiten Teil der Parodie hat er endlich mitgemacht. Allerdings erst nach langem Betteln der Autoren Kalkofe und Pastewka. Es hat viel mit Hartnäckigkeit zu tun. Es hat, nach dem ersten Film gab es eine Absage, danach keine Reaktion mehr. Ich habe immer wieder geschrieben, aber kam nichts. Dann eben dadurch, dass es einmal einen kurzen Kontakt von Bastian mit ihm gab und er sagte, ja gut, wir dürfen uns melden. Ich habe ihn persönlich wieder getroffen. Versucht, ja. Ne? Dann habe ich es wieder versucht, nochmal einen langen Brief, woraufhin er dann antwortete schrieb, lieber Herr Kalk, viel süßer Honig von einem Mann wie Ihnen, tut aber gut. Und da habe ich sehr gelacht und da wusste ich, okay, der ist auf einer Wellenlänge irgendwie. Ich musste zugeben, dass meine Ablehnung beim ersten Wichser schlicht und einfach Voreingenommenheit war. Und dann habe ich das Buch bekommen und habe gesagt, na, wenn Sie mir jetzt noch eine gute Rolle reinschreiben, dann bin ich geliefert. Und die Rolle ist wunderschön. Und ich habe mich schon in Australien darauf so gefreut, dass ich mir gesagt habe, wann fängt denn das nur endlich an? Ich bin Chief Inspector Even Longer. Oh, Verzeihung, ich dürfte dich vorbei. Ganz kurz. Haben Sie eine präzise Vorstellung von dem, was Sie da unten zu finden hoffen? Lord Dickham. Schön, dass wir uns endlich mal... Ich kaufe dir eine neue, mein Schatz. Und jetzt langsam und tief durchatmen. Ganz ruhig. Fuchsbergers Filmehefrau ist übrigens niemand Geringeres als Sonja Kirchberger. Bevor Sie gesiebte Luft im Yard atmen. Nicht nötig, Sir. Als Kind durfte ich nur dann fernsehen, wenn Blackie ausgestrahlt wurde, weil meine Mutter war total dagegen, dass wir ständig vor der Kiste sitzen. Aber Blackie verbinde ich mit einem schönen Fernseherlebnis, wo die ganze Familie vom TV sitzt, sich verlassen kann, dass sie was Qualitatives präsentiert bekommen. Und dass ich irgendwann mal die Frau sein darf von Blackie Fuchsberger. Mann, oh Mann, wer hätte das gedacht? Ich bin total stolz darauf. Fuchsberger gibt den Grand Seigneur des deutschen Kinos. Und nicht nur ihn erinnert dabei bisweilen einiges an früher. Das ist ja ein herrliches Gemäuer. Erinnert mich an alte Zeiten. Ich habe früher viel in Schwarz-Weiß gearbeitet. Es ist wirklich so echt gewesen, dass Joachim Fuchsberger auch durch die Kulissen ging und so begeistert war und irgendwie sagte, boah, das sieht ja wirklich aus wie damals im Schwarzen Abt, oder das sieht ja aus wie da. Also der ging durch und fühlte sich 40 Jahre zurückversetzt und sagte, es sieht wirklich exakt so aus wie damals und ein besseres Kompliment kann man nicht kriegen. Die Begeisterung für Neues vom Wichser teilen die Darsteller übrigens mit ihren Premierengästen. Denn die wissen ganz genau, warum sie heute Abend hier erschienen sind. Weil der erste Teil saugeil war. Und deswegen geben wir jetzt auch in den zweiten rein. Wie soll ich sagen, es passieren Dinge, mit denen man nicht mal ansatzweise rechnet. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also man wird immer wieder hin und her geschüttelt. Und das macht den Film so dynamisch und temporeich und ist sehr, sehr lustig. Die alten Filme sind Kult und das andere war alles ernst gemeint. Und das ist halt eine Persiflage und das ist gut gemacht. Das ist klasse, das ist geil. Kettwiesel haben sie auch gern geguckt. Hat jetzt nicht so direkt was mit dem Film zu tun, oder? Jetzt mit dem nicht, aber es war auch ein Film. Nein, Kettwiesel ist nicht dabei. Dafür aber wieder ein guter alter Bekannter. Überraschung! Ich habe diese Klinik vor 2 Jahren eingenommen. Übernommen. Christoph Maria Herbst als genial verrückter Alfons Hettler. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind so nervös? Ich stehe auf einer Todesliste. Mein Gott! Sind Sie wehleidig? Ihnen fehlt das nötige Selbstvertrauen. Sie müssen einfach nur an sich selbst glauben. Dann können Sie die ganze Welt erobern.
Ich habe in dem Moment eigentlich nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich mir da aufhalse. Letztlich hat die Rampensau in mir nur zugesagt, damals zum ersten Teil, weil das las ich einfach brillant. Es jagte ein Kabinettstückchen, jagte das nächste. Ich war dann auch derjenige, der zum zweiten Teil gesagt hat, Leute, ich spiele gerne wieder mit, aber nicht den Hettler. Ich möchte nicht, dass wir diese Kuh melken, dass das jetzt nochmal. Und außerdem kriegte das nie wieder so toll hin, diese so schöne Szenen zu schreiben. Die straften mich Gott sei Dank Lügen. Und die Zuschauer dürfen eine ganz unbekannte Seite an Christoph Maria Herbst entdecken. Den Karaoke-Sänger. Seit dem Film habe ich mich dabei ertappt, wie ich es jeden Abend mache. Ja. In so einer kleinen, kuscheligen Bar in Köln. Ich setze mir da immer eine Vollmaske bei auf, man erkennt mich gar nicht. Ich spiele ja hier im Film auch den Roger Willemsen. Alle denken, das sei der Echte. Was bin ich? Neues vom Wixxer. Ein Feuerwerk von Gags. Unterstützt von echten Allstars des deutschen Films. Ich habe am Friedhof bereits 7 Särge vorbestellt. Alle für morgen. Das heißt, wir haben nur einen Tag. Und wie viele Stunden hat so ein Tag? 24. Mein Name ist Chief Inspector Even Longer. Und dies ist der längste Tag meines Lebens. Alles, was Sie sehen, geschieht in Echtzeit. Nur sehr viel schneller. Und Wolfgang Völz ist wieder der trottelige Chef. Na, wenn das so ist, dann mache ich uns erstmal einen schönen Kaffee. Mit 77 ist man vertrottelt. Da können Sie machen, was Sie wollen. Was ich von Blackie nicht behaupten will, der wird ja 80. Das ist ein alter Kacker. Apropos Blackie Fuchsberger. Der hat am Premierenabend doch tatsächlich seinen 80. Geburtstag. Und was könnte schöner sein, als an so einem Jubeltag nochmal groß ins deutsche Kino zu kommen? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Freut es Sie jetzt im Nachhinein, dass Sie nicht schon beim ersten Teil mitgespielt haben? Ein kleines bisschen. Man soll nie an einem Tag wie heute darüber reden, was man bereut, sondern man soll sich darüber freuen, was man gemacht hat. Und der Jubilar darf auch noch die schönste Nachricht des Abends verkünden. Jawohl, es steht schon heute fest, vom Wixxer wird es auch noch einen dritten Teil geben. Wir versprechen Ihnen, wir wixxen weiter. Doch bevor es soweit ist, darf ganz Deutschland erst einmal den zweiten Teil sehen. Neues vom Wixxer, ab jetzt in den Kinos.